So, und willkommen zurück zu Folge Nummer 62 von Season 4 von City Skylines. Und willkommen zurück, ihr Perma-Abo-Box-Camper, wie auch immer ihr euch nennen wollt. Genau, wir hatten ja in der letzten Folge hier so ein bisschen ausgebaut, sieht hier noch so ein bisschen komisch aus. Weil wir hier allgemein so ein bisschen Grünzeug wahrscheinlich überall stehen lassen haben, werden haben. Nach dem Motto, hey, such dir doch mal einen Platz, wo du bauen kannst und fertig. Was wir hier nochmal machen werden, dann ist das Konzept zwar wieder hin, aber das machen wir mal kurz, ist hier einmal die No-Collision anmachen, beziehungsweise das Overlap. Dann haben wir hier nämlich einen Vorteil, dass wir hier dieses Gebiet nochmal ein bisschen größer ziehen können für manche Häuser. Ihr seht es hier, dass wir dann zum Beispiel hier statt 2x2 und 2x3 machen können oder auch noch größer. Jetzt müssen wir nur, wenn die Pfeile, Gott sei Dank haben sich die Pfeile beibehalten, können wir das ändern. Ey, wieso? Achso, die Ampeln hatten wir ja weggemacht, ne? So. Das ist eine sehr gute Einstellung, die Fahrzeuge hier haben. Gleich erstmal ganz kurz fahren und sagen, nö, ich habe hier aber keine Lust drauf. Weiter. Achso, 3 Meter Höhe sind hier drin. Deswegen macht er hier diese komischen Wege, ne? Das alles so scheiße aus. Komisch. Okay, dann machen wir hier wieder die Einspurstrecke. Dann sieht es halbwegs okay aus. Ich hoffe, die Fahrzeuge fahren dann nicht so schräg hier durch. Genau, das sieht okay aus. Ja, hat halt was, ne? Hier unten fahren wir eventuell noch ein bisschen zu steil mit rein. Das machen wir auch nochmal kurz, damit das halt hier alles wieder vernünftig ist. Damit sie da halt nicht zu steil reinfahren, wo man sich so denkt, Genickbruch. Ja, hier können wir doch die doppelspurige lassen. Ist ja statt intern, ne? Das ist ja nicht irgendwie. Ich fahre von statt extern rein. Und da ist ja alles intern geblieben. Ist ja auch wunderschön, wenn das intern ist. Außer, dass sie halt auf die linke Spur direkt ziehen. Das ist noch so ein bisschen. Ah. Da müssen wir, glaube ich, nochmal drüber gucken und sagen: Nö. Du fährst dahin, dann haben die nämlich nicht so viel, wo sie meckern können. Das ist ganz okay. Genau, hier unten, das wird natürlich wieder so ein Dreh- und Angelkreuz, wie das damals hier oben, oder wie das immer noch hier oben, wo wir halt so einen Verkehr haben, was einfach nicht weiter will und wir uns denken so, ach, fahrt doch endlich, fahrt! Sie fahren einfach nicht, weil sie es nicht können. So. Genau. Wir wollen dazu dann nochmal, weil wir hier ja etwas geschaut hatten in Bezug auf, was passt hier noch alles hin. Machen wir das nämlich noch so, dass wir hier oben noch eine U-Bahn-Station reinhauen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wieso klatscht ihr da eine U-Bahn-Station rein? Weil ich gleich auf die andere Seite möchte mit der U-Bahn. Dass wir da halt so einen kleinen Abzweig wieder haben, den wir hier nutzen können. Beziehungsweise der hier was wäre für uns. Shift und P. So. Wollen wir hier eigentlich auch noch die Laternen dran bauen? Ich glaube, ne?
fange hier hinten mal an. Gut, da hatten wir schon sowas in der Art. Dann machen wir hier einfach erstmal so ein klein wenig Licht rein. Ist ja auch ganz nett, wenn wir dann hier mal so das ein oder andere Licht haben. Außerdem leitet es ja für uns den Strom hier. Ist ja noch der Vorteil dazu. So, wie weit waren wir hier? Oh, hier waren wir gar nicht so weit. Dass wir den dann da hinsetzen, den dahin, den dahin. Genau, jetzt haben wir hier so ein paar Verbindungspunkte, wo wir sagen, hey, das ist ganz chillig. Haben wir da eine Verbindung, hast du da eine Verbindung. Und fertig. So. Ja. Zack, wurden wir jetzt die letzte da. Und tack, tack. Zack, zack, zack. Alter, das sieht, wetten, wenn wir da gleich gucken, mega aus. Vor allem bei Nacht. Ich mache das nur mal bislang auf der einen Seite durch. Weil hier fehlt eh noch so ein bisschen Deko-Stuff. Eventuell auch noch ein Haus oder das ein oder andere Haus. Oh, wir haben hier Overlap die ganze Zeit angehabt. Okay, nicht so geil wie gedacht, aber Kolit. Da die Schönheitsfehler behoben, Alter. Genau, das passt. Das ist okay. Hier oben geht das nicht. Das ist okay, das ist okay, das ist okay. Hier unten ist das mal wieder so ein Thema. Ich will das hier eigentlich gar nicht wirklich ansprechen, aber ich muss. Weil Straße ist mal wieder total im Arsch und bla. Ist ja eher so das Standardprozedere, wenn hier mal wieder irgendwas nicht funktioniert. Einfach entschuldigen für suchen und in dem Fall sind nie wir das. Ist auch immer schön. So. Genau, jetzt gehen wir hier einfach nochmal mit den ganzen Pinseln und sowas rüber, dass wir hier die Außenbezirke als Außenbezirke wahrnehmen. Hier unten zum Beispiel das noch upgraden, damit das hier auch alles wieder supi aussieht. Tool da. Nee, falsch das. Genau. So, dann machen wir doch das hier jetzt hier voll.
Genau, hier hinten gibt es eher weniger zu meckern, doch hier unten. Das ist okay. Das ist okay. Das hier ist auch noch okay. Gut, so viel war das jetzt auch nicht, was da wegfiel oder weggefallen ist. Hier oben. Da haben sie ja Strom von da unten. Genau, das ist okay. Perfekt. Was wollen wir eigentlich mehr? Ja. Genau, wir können jetzt hier mal weiterbauen. Also versuchen irgendwie nochmal... Ja, U-Bahn wollte ich bauen, deswegen waren wir da stehen geblieben. Ja, nehmen wir die ruhig. Ich habe gerade überlegt, was nehmen wir denn da für eine U-Bahn? Machen wir das so. Nee, nimmst du nicht irgendwas, was nicht Standard ist? Und zack, oh, nehmen wir doch was Standardmäßiges. So. Ah. Perfekt. Dann setzen wir doch hier hinten noch eine hin. Die wir dann anbinden über das hier. So. Zack. Zack, hack, dahin und dann wieder da unten rein. So, haben wir jetzt hier noch irgendwie mal eine Linie. Wir haben ja hier noch ein bisschen mehr frei. Dann setzen wir einfach nochmal hier irgendwie eine U-Bahn-Linie, die dann zum Beispiel hier die Anbindung zwischen den einzelnen Punkten hier gibt. Lol, hier fehlt eigentlich relativ viel, so wie es gerade scheint. So, die können weitermachen. Wo können wir denn jetzt hier nochmal eine Station reinkloppen, die jetzt nicht zu stark ins Gewicht fällt? Zum Beispiel die da. Hier sogar eine Querlinie theoretisch, ne? Zack. Oh. Ne. Hier rüber irgendwie. Dann dahin. Und dann. Dann halt meinetwegen nochmal da unten hin, dann ist halt das Haus da weg. Blöd gelaufen, aber manchmal ist es halt so, ne? Ich nehme jetzt hier so viel wie möglich in 1 mit. Dass wir hier sagen können, so, ha, ja, eigentlich, nee. Ne? Dass wir hier einfach alles Mögliche mit abklappern, was geht. So, so. Zack. Dann nehmen wir das einfach alles mit. Dann sind wir da auch auf einer glücklichen Seite. So, dann müssen wir die nur noch erweitern, dann im Endeffekt, wenn wir soweit sind. So, 5 Bahnen sollen bislang da reichen. Naja, werden wir gleich sehen, ob das reicht. Oder ob das passt, besser gesagt, ne? Der ist aber auch neu auf der Strecke. 60 Leute mittlerweile. Ach du Scheiße. Gut, ist halt fast eine Hauptverbindungslinie, ne?
Leider führen wir nur das bislang darunter. Ja, hier, was wir nochmal machen können, ist Land anpassen, zack. Hier erstmal das auf die Ebene bringen. Damit wir hier die Kurve mal aus der Welt schaffen, weil das war ja. Da ist ja immer auch noch so ein Ding, was mich so ein bisschen. Git. Was für eine Kurve. Na, hier gehen wir leider immer noch einen Tucken hoch. Das müssen wir mal ändern. Zack. Würde da durchgehen, der würde hier unten irgendwie da. Ja, das würde gehen. Das ist super. Dann machen wir hier mal wieder das passt. Jetzt machen wir hier nochmal die Pfeile an. Haben wir irgendwas noch nicht richtig? Nee, funktioniert alles. Das ist super. Hier hinten, das ist auch noch okay. Genau, der Zug. Da sehen wir das jetzt das erste Mal, wenn der Zug hier nicht so eine Steigung mitmacht. Das ist okay, das ist super. Was haben wir uns da eigentlich bei gedacht? Wohl irgendwas Gutes, weil sonst wäre sowas nicht entstanden. So. Wieso ist das jetzt hier eigentlich eine Brücke? Achso, weil plus 2. Zack. Das ist noch okay, wieso manchmal hier so eine komische Steigung drin ist. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil wieder das Land schuld ist. So wie wir es mittlerweile kennen. So, dann machen wir das doch jetzt hier einfach mal. Bisschen grob zu dem, was es mal war. Das wieder rückgängig. Dann das hier weg. So. Jetzt sollte das Wasser ja gleich zurückfließen. Hier haben wir auch noch ein bisschen was zu viel ist. Da haben wir immer noch ein bisschen was weg kann. So. Jawohl, so soll es auch aussehen. Genau, hier funktioniert das. Hier kommt auch der Zug. Perfekt. Was wollen wir eigentlich mehr? So. Was wir jetzt noch hier machen, ist das erstmal wieder weg. Dann hier eine Steigung machen, beziehungsweise eine Senkung. Straight Slope.
Okay, das war gerade nichts. Die Frage ist, was machen wir dann mit dem Weg? Weil eigentlich dachte ich mir so, ja, verbinden wir die irgendwie, dass die halt da irgendwie zusammen rübergehen. Dann müssen wir das halt so machen, dass wir beziehungsweise hier noch steiler rübergehen, dass wir dann hier oben irgendwie darum kommen. Oder das einfach weglassen. Das wäre natürlich auch die Alternative. Ich glaube, das wäre sogar die günstigere Alternative für uns. Dass wir das weglassen. Dass die Züge nur noch in eine Richtung fahren. Ist halt ein bisschen blöd, so gesagt dann. Ja, aber es ist besser immer noch als nichts. Hatten wir hier schon den großen Block, ja, hatten wir. Dann ziehen wir das hier auch noch voll. Jetzt ist die Frage, was machen wir hier unten mit, ne? Lassen wir das da? Oder sagen wir hier, ja, irgendwie muss ja auch hier die Abfahrt drauf. Das heißt also, wir bauen das. Wieso ist denn das hier eigentlich bläulich? Beziehungsweise so, ja, bläulich-pink. Bläulich-violett, Mann. Oder wie auch immer. Genau, das läuft. Ich wollte gerade sagen, das ist hier aber keine Abfahrt, ne? Oder kein Gang runter. Das passt. Hier machen wir was nochmal ein bisschen Öffentlichkeits-Buslinien-Zeugs und sowas. Damit wir hier auch nochmal so ein bisschen, ja, uns, ja, hier mal gezeigt wird. Hey, wir sind auch noch da, wir machen ganz gute Dienste. Fahr doch mit uns und sowas, ne? Also dieses Ganze hier, oh ja, ich bin auch noch da. Einfach nur dieses Promo, Marketing, bla. So. Zack. 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 Eigentlich könnte man den noch auch hier hinten noch lang schicken, ne? Ist auch mal eine lustige Tour. Hat er halt auch mal ein bisschen was zu fahren. Blöd ist, wenn es jetzt ein Gelenkbus ist und der dann, oh ja, pfup, in die Ecke rein. Ja, das wäre jetzt echt eine Blamage, wenn das wirklich ein Gelenkbus wäre. Komm, fahr hier in irgendeins der Abstelldinger. Keins. Müssen wir nochmal ein paar Taxistände bauen, damit das hier langsam voll wird? Oder wie ist das gemacht? Was ist das denn hier? Ach ja, wir haben ja hier. What the fuck? Will der mich verarschen? Alter Schwede, was haben wir denn hier für eine Brücke? Alter, wartet mal. Die will ich mir mal anschauen, bevor wir die irgendwo richtig hinbauen. Alter Scheiße. Wie genial ist das denn? Dann sind die anderen Enten, die wir, die anderen beiden Dinger, die wir da eben hatten, wo ist denn, hatten wir die denn? Ja, dann sind das wahrscheinlich die Auf- und Abfahrten. Dann hier eigentlich connected werden. So. Die Frage ist nur, wie connected man die denn? Dass das hier alles passt? Das ist ein bisschen blöd.
kriege ich das denn? Muss ich die aneinander schieben und dann gucken? Oder baue ich als erstes die Dinger, reiß dann die nochmal ab. Falsche da. Bau dann die Bridge. Nee. Auf jeden Fall hat die so ein bisschen Größe. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie wir das hier oder wie man die hier anbaut vernünftig. Weil dann wäre nämlich der Vorschlag. Nach dem Motto, ihr habt ja eh gesagt, reiß doch die Brücke da ab. Reißen wir einfach das hier ab, bauen das hier hin. Na, dann haben wir hier halt so ein bisschen mehr. Wo wir sagen, ja, passt, ne? Müssen wir nur irgendwie hier die Kreuzung anpassen, beziehungsweise das Kreuz. Dass wir das dann irgendwie hier so haben, dass hier dann meinetwegen das rumkommt. Dann müssen wir halt den rechten Teil auch ein bisschen verlängern. Aber das wäre, glaube ich, ein bisschen zu übertrieben. Ja. Oder wir bauen halt hier nochmal so ein bisschen tiefer rein ins Land. Oder hier. Und sagen dann, ah, hier, das wird die Autobahnbrücke. Wartet mal. Dass wir das dann halt mal... Wo ist es mittig? Da ist es mittig. Dass wir dann halt hier mal sagen, so, das ist die Brücke. Und dann können die Schiffe halt hier rein, entladen und fertig, ne? Das wäre zum Beispiel dann die andere Alternative. Aber irgendwie ist dafür unser Wasser oder unser Kanal noch nicht so breit. Hm. Aber interessant, was es hier so gibt. Dann haben wir nämlich auch noch so ein bisschen was, wo wir sagen können, ja, ich habe hier noch ein bisschen, bau doch mal aus, ne? Hm, wir haben ja auch noch Container-Stacks. Da müssten wir eigentlich auch mal weitermachen mit den Containern. Ah, da ist noch so viel zu tun. Das ist irgendwie... Hat er nach Worker? Okay. Braucht ihr hier auch noch eine Buslinie? Weil das können wir euch gerne zur Verfügung stellen. Wieso ist hier die No-Collision, das auch... Oh, ich habe das Overlap angehabt. Ich hasse manchmal dieses Overlap, ne? Manchmal so, oh ja, und dann... einen anderen Punkt so, oh mega geil, scheiße, ne? Und dann siehst du dir und denkst so, nee, bloß nicht. Aber manchmal denkt man sich dann auch so, wieso nicht gleich so? Ja, manchmal. Es gibt halt immer das ein oder das andere. Dann ist das hier erstmal alles. Das muss ja hier oben auch mal raus. Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn wir das dann hier auflösen mit der Zeit. Und das sind ja eh Gebiete, die wir nicht mehr haben wollten, weil es ist nicht mehr unsere Zeit sozusagen. Wir wollten ja hier, oder wir wollen ja hier nur Wohngebiet haben. Und das kommt ja auch mit der Zeit mit und dann sagen wir so, hey, perfekt, alles super. Na, hier oben haben wir ja nur die reinen Wohngebiete und sowas, sondern hier unten dieses Art Industrie-Gewerbegebiet, ne, auf dem Teil der Seite, also der auf der Autobahnseite hier. Das ist ganz angenehm, vor allem wenn man sich so denkt, ja, wir können ja hier und ach nee und aha. Nee, also ist es praktisch, sagen wir es so, wie es ist, ne. Genau, hier unten könnte noch so ein bisschen Industrie rein, wenn wir wollen. Problem ist, wir haben hier derzeit kaum Nachfrage nach Industrie. Was?
Building is turned off. Was ist denn das Building turned off? Ich habe das doch eigentlich gar nicht ausgeschaltet. Vor allem sind hier ja auch noch Leute da. Komisch. Manchmal denke ich mir, frage ich mich, was das Spiel eigentlich vorhat mit uns. Ob es nur ein Troll ist? Oder nicht? Ja. Das ist ja die Frage. Das ist okay. Was wir auch machen können, ist bald, also wenn das Gebiet hier voll ist, können wir hier unten mal anfangen, um das so ein bisschen zu bauen. Hier müssen wir natürlich die Einflugschneise frei halten vom Flughafen. Hier machen wir auch, glaube ich, ein größeres Gebiet, wo wir denken, so, ja, da kommt man nichts hin. Wir können uns das hier mal ungefähr abstecken mit ein paar Bäumchen. Wo es halt nicht lang geht, ne? Weil es muss ja nirgendwo oder nicht überall lang gehen. Ups. Jetzt brauchen wir nur irgendwas, das farbmäßig raussticht. White Rose. Wo wir dann halt sagen so. Achso, ah. Okay, ich weiß, woran das liegt. An dem Radius eben. So. Das wäre jetzt ja hier unsere freizuhaltende, also das, was jetzt rechts ist, wäre das, was ich freihalten würde oder will. Ja, dann kann man das auch noch bis hier hin so halt irgendwie ausbauen. Das habe ich gerade verhunzt, weil ich da einfach viel zu schnell war. So. Dann machen wir das hier mal wieder klein. Auf Single. So, dass wir dann uns hier halt dieses Gebiet hier frei halten. Hier unten können dann ja noch Wohngebiete und sowas rein. Hier müssen wir dann aufpassen, vielleicht mit den Höhen vom Einflugsgebiet, dass wir eventuell nicht hier unbedingt die höchsten Gebäude dann hier vorne hinsetzen, oder eher sowas Kleineres, wo wir denken so, ja, das könnte da ganz gut reinpassen. Ja, haben wir hier irgendwo eins mal was landet. Also ich sehe genug Flugzeuge, aber noch gerade keins, was landet. Doch da. Okay, also hier können wir auch noch ganz normal die Gebäude hinbauen. Vielleicht nehmen wir dann hier an dem Rand die kleineren Gebäude, ob das geht. Hier hinten kommt leider keins rein. Schade. Sonst hätte man sagen können, ja, passt doch alles super. Nehmen wir das so, wie es da kommt. Wäre dann zu einfach gewesen. Schätzungsweise. So, ich probiere mal was. Und zwar würde ich hier gerne die Seite, die ja noch frei ist, gerne noch hier voll machen. Also noch voll machen im Sinne mit Betonmauer und sowas, dass wir dann halt hier so eine Art gleiches Gebiet haben, wo wir halt nicht wirklich irgendwas offen haben. Wartet mal.
So. Zack. Dann reißen wir den ab. Dann machen wir jetzt hier diese Kurve rein. Zack, zack. Dann haben wir das hier eigentlich soweit, ne? Jetzt sind die beiden Bäumchen da weg. Ey, wir haben... Wir haben hier echt das Gebiet fertig. Jetzt müssen wir nur noch den Boden absenken. Und dann war es das hier auch schon wieder. Aha. Oh, das ist vielleicht ein bisschen zu heftig. Die Brush Size... Zack. Alles perfekt. Ja, hier unten. Alter, hier müssen wir doch des Öfteren nochmal die Gebiete absenken. Hier vorne, das können wir so lassen, weil da ist ja eine Einfahrt drinne. Genau, hier unten das jetzt auch. Vielleicht hübschen wir das Ganze hier nochmal so ein bisschen auf nach dem Motto, hi, wir haben hier noch so ein bisschen Grün für dich, ein Grün für dich. Und dann passt das auch genau. Ey, so sieht das doch mal mega aus. Wieso haben wir das nicht die ganzen Male schon? Oder das, die ganzen Seasons immer schon so gemacht, dass wir das irgendwie so gebaut haben? Ich find's echt schick, muss man sagen. Die Frage ist nur, wie machen wir das jetzt mit der Abfahrt zum Beispiel hier? Soll ich hier irgendwie eine Abfahrt oder sowas generieren? Pillar Side, Pillar, ganz normal. Dann zeige ich halt so, hey, hier ist es nicht nur oben. Nein, hier geht es auch unten irgendwo lang. Das wäre halt noch so die Frage, ne? Vielleicht hier an der Seite so ein Abzweig. Nur, dass wir dann halt statt der normalen sagen, hey, wir machen das halt so. Dass wir halt hier irgendwie eine Kreuzung oder so haben. So. Ja. Das war gerade ein bisschen fail. Das war ein Fail. Ich will doch hier jetzt nur... dann machen wir das hier nochmal gerade. Dann machen wir das nämlich wieder so. So, dann machen wir das jetzt hier nur noch wieder auf die richtige Spur. Und zwar so. Und dann müssen wir nochmal gucken, wo wir die Straße wirklich langlegen. Und dann passt das auch dann hoffentlich irgendwann. Und vielleicht legen wir hier das nochmal hoch. Irgendwie sieht das noch so ein bisschen tief aus. Es ist auch etwas tief. Naja, lassen wir erstmal so. Ich würde sagen, das war es wieder für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, bis dann und ciao.